So, ja, wie versprochen, aber ich werde, ja, ich sage euch das dann früh genug, wohin ich das stelle. Makelloses Schutzscherbe. Einmal, zweimal, nee, Blitzer, wieso? Hä? Ach, Rüstung muss ich sein. Ah, ja. Wo ist die Schutzscherbe? Da, das müsste jetzt dran. Rüstung, makellos. Wieso? Ach, ich bin doch doof. Ja doch, ist ja richtig. Ja, jetzt habe ich jetzt also. Genau. Das haben wir. Körperresistenz. Physisch und Schutz. Physisch. Physisch und Schutz, Körperresistenz, genau. Jetzt haben wir noch, ja, Rüstung könnte ich, aber Elementarresistent, Schutz und Magie wäre das. Aber Gift und Magie. Nee, mache ich jetzt nicht. Blitz und physisch. Nee, mehr Eis. Physisch und physisch. Wie viel habe ich denn davon? Nur 8. Was ist denn mit der Blitzscherbe? Blitz, Blitz, wo bist du da? Blitz, Blitz und Blitz, ist klar. Elementarresistent. Physisch und Gift. Da stelle ich eine her. Physisch und Gift, 35. Gut. Da werden wir jetzt mal... Halt. Ja, doch. Da werden wir jetzt mal hin. Und muss gucken, dass ich eine Rüstung kriege, die ich anziehen kann. Das ist das Problem. Magier wäre auch nicht schlecht. Magier. 173. Gucken wir mal. Sekunde. Giftresistenz. Blutung, Blutung und Gift, Eis. Ja, da haben wir noch Rüstung. Was haben wir denn hier noch? Blitzschaden, Feuerschaden. Da könnten wir noch was hinpacken. Blockeffizienz. Warte mal, Körperresistenz oder Rüstung? Ich nehme mal hier Körperresistenz. 177. Nee, das ist mir zu wenig. Ja. Das ist mir zu wenig. Dann nehme ich lieber Krieger. Ja, Kyras. 261. So. Rüstung. Gift. Moment. Nee, Blockeffizienz. So, dann haben wir hier noch Körperresistenz 280, glaube ich nie und nimmer, dass ich da. Ne. Das machen wir anders. Live. 1. So, mache ich so. Okay. Ah, ich hab's geahnt. 24 macht Scheibenkleister. Ja. Mist. Ja, das ist Mist. 24. Ja, das ist echt blöd. Herstellen. Magier. Versuche jetzt mal doch damit. Ja. Rüstung, Gift, Elementresistent. Rüstung. Warte. Da war doch Feuer. Das und 30% Rüstung. Ja.
Jawohl. Ah, die kann ich anziehen. Super. Also, das ist schon mal gut. Also, herstellen. Magier. Handwickel. 29. Das ist nicht viel. Nee. Magie, Fernkampf und Nahkampf, Blitzschaden, Kämme der Rüstung, 64. Nee, Rüstung. Da mache ich aber was anderes. Da mache ich Elementarresistenz des Eisenblitz. Blitz. Und. Nee, wo ist denn Eis? Ach, da. Und Eis. Genau, Elementarresistent. Dann mache ich. Haben die meisten immer. Das Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Moment. Wo haben wir die Feuer da? Feuerresistenz, Schutz und Feuer. Feuer und Schutz. Ja. Sehr gut. So, jetzt brauche ich noch. Achso, habe ich ja beides. Okay. Gehen wir mal dahin. Da kann uns da zusammen. Ja, ob das jetzt so bleibt, das weiß ich ja nicht. Herstellen. Magic. Magier. Handwickel habe ich. Schuhe. 42. 19 Rüstung. Blitzschaden. Moment. Habe ich da noch irgendwo Eis? Eisschaden. 20 feuerresistent. Oh. Magic. Oder wird das mit Gegner? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn nicht, kann ich. Ich kann nicht ja nicht mehr ändern. Scheiße. 3. Sehr gut, kann ich auch anziehen. Herstellen die Kutte. 58, blutungsresistent. Ja, machen wir das mal drauf. Blutungsresistent, Blitzschaden. Nee, Eis nicht. Gift, genau, und elementresistent. Na super. Sehr gut. Okay. So, jetzt ziehen wir das natürlich mal an. Einmal mal gucken, was das an. Oh. Ach so, ja, richtig. Genau. Zack. Genau, zack. Zack. Ja, das war's. Genau. 498. Ist ja nicht gerade. Habe ich jetzt die richtigen Schuhe an? Ja. Sieht ja gar nicht mal so unübel aus, finde ich. Nö.
Finde ich nicht. 498. So, jetzt gucken wir mal bei den Waffen. Halt, Waffe. Da ist klar, wo ich da hingehe. 118er. Feuerschaden. Na gut. Gucken wir mal. Eisschaden. Halt, Volltrefferchance. Eisschaden 10%. Habe ich hier keinen Feuerschaden? Das ist blöd. Nochmal 10% Eisschaden, 151. Ja, da fehlt aber jetzt noch eine. Gut. Und jetzt versuche ich das hier beim Chakrams. Da ist das höchste 94. Blitz. Blitz. Blutungsschaden 145. Das ist mir alles noch ein bisschen zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe jetzt schon mehr. Also, lassen wir das mal an. Schildschwester. Und ja, dann sage ich euch dann Bescheid. So, weiter geht's. Ja, die ersten... ich muss mal gucken, ob ich hier hinkomme, wo ich hin will. Das scheint ein bisschen... Das heißt, es lohnt sich dafür zu kämpfen. Ja, dann scheint sich das doch... Gut, ah, es sieht so aus... Nee, noch weiter runter. Halleluja. Ja, also... Schauen wir mal. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, der Knaller hier, der hat uns eine Aufgabe gegeben. Und dann gucken wir mal, ob wir die erfüllen können. Ja, die ist oberhalb. Das ist auch oberhalb. Na gut. Ah, Moment. Ah. Fähigkeiten, siehste? Da, genau. Halt. Zack. Und du kommst... Nein, 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 nein. Halt. Du kommst da hinten. Ach Mensch, hör doch mal auf damit. Und. Oi. Und du kommst dahin. Genau. Aber jetzt haben wir ja noch Kamerad Schnürschuh. Ja. Den. Oh, den haben wir schon hier. Super. Muss ich nur hin und her machen. Das ist das Einzigste. Ja. So, dann wollen wir mal als erstes... Oha. Oha. Aber das ist dahin. Aber gut. Oh, gucken wir mal. Nein, 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 nein. Ja, so sieht's aus. Wow, das pfeffert aber auch rein. Lecko funny. Doch. Ja gut, ist ja auch ja, auf 7. Oh. Bannen. Guck ich mal. 16%. Jawohl. Ja, es wird leicht besser. Wieso, sag ich dir. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir aber noch genau. Die Dämonen schänden das Land. Die verbrannte Haut der Welt glüht rot vor Leid. Es ist das tiefe Zwielicht. Und die Blässe des Todes legt sich über die Bewohner Amalurs. Feuer toben in den Einöden. Das einzige Geräusch ist geflüstertes Lachen. Als die Glut erkaltet und ein Wind über die Wüste weht, entspringt aus der toten Erde wieder Leben. Und der Kampf beginnt. Na, sauber. So, dann wollen wir mal da rein und mal gucken, was hier noch... Ne, hier ist nichts mehr. Mal mit dem Kameraden. Das Testament ist noch immer dort draußen, Schwester. Ich weiß nicht genau, was es vorhat, aber wir sollten wachsam bleiben. Wo finden wir den? Der ist alles? In einer Höhle, in der Nähe der Ruinen der Stadt. Ach so.
Alles klar. Wir sind da. Aber etwas stimmt nicht. Kümmern wir uns erst einmal um die Kobolde. Ja, gut. Okay, machen wir. Geh doch mal weg, du Otzenkopf. Killer. So habe ich nicht gebettet. Du tickst doch wohl nicht mehr sauber. Feuerwürde greift mich an. Eine Frechheit. So, was ist hier? Hier scheint ein Platz zu sein, einen kleinen Griff, niemals richtig. Ach so. Eieieiei. Brauchst du da erst was, weiß ich, wie viel. Gut, was haben wir hier? Zack, zack, Robert die Katz. Und da oben kommen, oder da oben sind. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt dem schon wieder Futter bieten. Nee. Oh ja. Ja. Jappa. Sehr gut. Können wir alles schön. Oh, Schülerstab. Ja, dann kann ich dann meinem Lehrling geben. Ja. Absolut. Oh. Der schmeißt den da hinten. Aber meine Feuerkraft ist ja wohl. Ey. Exorbitant. Also die Punkte zu vergeben, hat sich man so richtig gelohnt. Ja. Die Kobolde sind erledigt. Aber etwas ist seltsam. So viele Leichen. Ich glaube nicht, dass das die Kobolde waren. Theas war früher ein Kriegsgeweihter, genau wie ich. So ein Gesindel wäre für ihn kein Problem. Aber diese anderen Leichen sehen aus, als hätten sie einen schweren Kampf hinter sich. Sie müssen zum Testament gehören. Was bedeutet, dass sie Theas getroffen haben? Und dann kam es zum Kampf. Wir müssen herausfinden, ob Theas das überlebt hat. Was ist denn die... Genau, fragen wir mal einfach mal blöd. Ich weiß es nicht genau. Sobald wir diese Kobolde los sind, können wir uns alles genauer ansehen. Mhm. Und, deine Gruppe? Wir waren zu viert, einschließlich mir. Mein guter Freund Theas hatte die Idee. Er hat auch die Karte gefunden. Die anderen beiden waren Söldner, der Almain Alsas und die Varani Berza. Sie schienen durchaus vertrauenswürdig zu sein. Aha. Na gut. Moment, wo muss ich denn jetzt her? Wieso geht der jetzt daher? Wo will der hin? Ey, Keule, warte mal. Wo will der hin? Jetzt wollen wir mal gucken. Was ist los? Sie ist fest verriegelt. Wir müssen die Leichen von Alsas und Berza finden, um sie zu öffnen. Beginnen wir mit der Suche. Wenn ihr eine Leiche seht, die zu meiner Gruppe gehören könnte, gebt laut, dann komme ich rüber. Ja gut. Aha. Das ist weder Alsas... Ich stopp das ab, dann brauchen wir da nicht, weißt du? Das ist ein fremdes Gesicht. Gut. Das ist ein fremdes... Ja, okay. Das ist ein fremdes... Okay. Ja, ich... Was soll ich das jetzt nicht abkürzen? Das macht sonst keinen Sinn. Du sagst ja immer das Gleiche. So, kommst du mal? Hallo? Ich hab hier eine Leiche. Hallo? Ach, da kommt er. Berza. Sie war nur eine Söldnerin auf der Suche nach dem schnellen Gold, ohne zu ahnen, dass es so enden würde. Aber immerhin hat sie ihre Kombination noch. Na, prima. Aber hier liegen noch mehr rum. Kenne ich nicht. Gut. Kenne ich nicht. Gut. Das ist weder Alser... Ja, ist ja gut. Kenne ich nicht. So, was haben wir denn hier noch? Zack. Müssen wir aber. Habe ich die jetzt schon alle abgefuckt? Ja, ne?
Na gut. Kann der Trottel mal kommen? Alter, beeilst du dich mal? Das ist weder als... Ja, ist ja gut. So, weiter. Was rennt der denn immer weg? Boah, das... Das ist ein... Ein Fremder. Das ist Alsers. Ich kannte ihn nicht besonders gut, aber so einen Tod hatte er nicht verdient. Anscheinend hat er seinen Teil der Kombination noch. Okay. Aber wir gehen hier weiter, hallo. Renn doch nicht weg. Oh, komm doch mal her. Hallo? Oder bin ich jetzt, oder ich habe fertig. Naja gut, dann kann ich mich dann da zurückbegeben. Ein bisschen komisch. Jetzt wartet er da. Zwei Kombinationen und dann muss das Schloss aufgehen. Ja gut. Oh. Die Abfolge erwähnt. Dieser Hebel scheint fest an einem Platz zu sein. An seinem befindet sich ein kleiner Griff, der einer der vier Himmelsrichtungen gedreht werden kann. Da du die Leichen von Rennen gefunden hast, kannst du die richtige Abfolge eingeben. Logisch nehmen wir das. Schwer kann mir nicht schwer genug sein, wenn da Kohle drin ist. Ne? Nee. Eieiei. Andere Richtung. Aua. Nein. Das sieht gut aus. Ja. Glöckchen, Glöckchen. So, jetzt nochmal ein. Jawohl. So, und nun? Es ist Teers. Wir kommen zu spät. Ach, ehrlich? Warum sollte er sich denn so verstecken? Genau, warum? Ich weiß nicht. Teers ist in seinem ganzen Leben nie vor einem Kampf davongelaufen. Es sieht fast so aus, als hätte er sich absichtlich hier eingeschlossen. Aber warum? Wenn er wusste, dass er stirbt, weshalb sollte er sich dann die Mühe machen, sich hier zu verstecken? Außer, er wollte verhindern, dass das Testament den Schatz bekommt. Moment, habt ihr das gehört? Das Testament ist hier. Ach, Schande. Ja, dann lass uns mal Gas geben. Wo sind die denn? Ich komme. Nein, nein. Ja, da guckst du blöd, ne? So. Dann ist alles klar. Meine Gruppe konnte die Tür öffnen, das Testament kam rein, wollte den Ring haben und hat alle ins Paradies befördert. Verdammte Narren. Wir sind eigentlich nur wegen des Geldes gekommen. Mehr wollten wir nicht. Trotzdem hat Teers den Ring vor ihnen verborgen. Er hat ihn für wichtiger gehalten als sein Leben. Warum? Das Testament hat genug angerichtet. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal geschieht. Nehmt den Ring. Ich will ihn nicht mehr. Wir sehen uns im Lager. Ja, gut, okay. Aber hier, mach mal hier heile, heile. Danke. Na gut, tschüss. Ist jetzt hier nichts mehr? Anscheinend nö. Ja, das war eine äußerst kurze und knackige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und auch die Zusammensetzung der Rüstung. Also, Freunde, bis später.